Wollen wir jetzt einfach mal reingucken? Mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz in die andere Playlist wechseln, weil die ist nämlich... Ich habe ganz, ganz viele neue Lieder hinzugefügt. Warte mal kurz, die kennt ihr ja schon. Also ich habe echt viele neue hinzugepackt. Aber den ersten habt ihr schon vorhin gehört. Den da. Ich mag den voll gerne. Ist auch jetzt neu in der Spotify-Playlist drin. Einfach Ausrufezeichen Playlist, wenn ihr noch eine Spotify-Playlist braucht. Da kommen die ganzen Songs auch aus dem Stream mit rein. Wird großartig. Alles klar, wunderbar. Ich mag das Lied. Nochmal für euch. Raphael, grüß dich und Quiki ist auch da. Hallöchen. Ich mag den Song unfassbar gerne. Aber der Disco-Zwerg, ja. Es ist einer von ganz, ganz vielen neuen, die werden nacheinander auch in die Spotify-Playlist reinfinden. Die lege ich jetzt nacheinander an, aber ich mag das super, super gerne. Also ich finde das wirklich schön. Wie gesagt, wenn ihr noch eine Playlist braucht, gerne auch die Spotify-Playlist. Kann jeder von euch anhören, wenn ihr da Lust drauf habt. Und einfach Ausrufezeichen Playlist in den Chat. Ja? Ich gehe jetzt mal ganz kurz, ich mache jetzt mal kurz die Playlist auf leiser. So, und dann gehen wir hier in Rimworld rein und dann legen wir erstmal richtig los. Wir haben ja jetzt auch schon gut Zeit noch. Da kann man auch ordentlich was reißen. Wir brauchen eine Kifferecke und ein OP. Ja, Thomas, ich habe ja gestern schon überlegt, ob wir nicht die Kifferecke direkt in den OP reinlegen. Ja? Da hat er Streamchat auch schon vorgeschlagen, ob wir nicht hier einfach so einen Raucherbereich einführen, ja, für die Ärzte. Dass die sich nochmal ordentlich einen durchziehen können, bevor sie dann Operationen quasi durchführen dürfen. Hat bei Ilona eigentlich immer ganz gut geholfen, wenn sie irgendwas amputieren musste. Mal gucken. Wir behalten das im Hinterkopf. Wir haben auch im Übrigen die erste Bierwürze hier schon angemischt. Auch das, großartig. Hier auch noch ein bisschen. Das kann jetzt demnächst dann mal hier verrührt werden. Dann kriegen wir endlich wieder frisches Zeug rein. Na, das Kifferbereich. Ja, naja. Und unser Zuckerrohr wächst schon 87% jetzt an der Stelle. Hier draußen, die Bodenplatten sind auch schon gelegt. Also es wird alles nacheinander ganz cool eigentlich. So. Wir machen hier an der Stelle weiter und ein bisschen Verstärkung unserer Randbezirke, damit man sich hier nicht so einfach mehr durchbuddeln kann. Finde ich eigentlich essentiell. Wow. Komprimierter Stahl. Lass uns mal hier einen Abbaubefehl geben. So. Das ist wichtig. Dann können wir das noch abholen lassen. So Steine, die rumliegen, nehme ich jetzt einfach mal konsequenterweise mit. Hier wächst auch noch mal ein bisschen Weed. Ihr wisst, was ich meine. So. Das ist Ambrosia. Das lassen wir mal lieber da liegen. So, hier wird Heugras für unsere Alpakas geordnet. Da müssen wir heute mal rangehen, meine Lieben. An die Futterstellen. Die Privatstation weg und Sessel und Aschenbecher rein. Ja, das ist für die OP-Hygiene definitiv förderlich. Ich bin da schon ordentlich dabei. Kolonie der Drogenliebe. Ja, Crash, gell? Ich erinnere an deinen Alkoholexzess gestern. Ja. Und irgendeiner der Putzroboter muss... Nein, er hat es nicht weggemacht. Nee, im Moment, das ist Anachron. Er hat auch nochmal Vollgas gegeben. Ich spüre das. Was wird denn hier gerade gemacht? Insektenfleisch wird hier... Ach, da werden die Pemikans, oder? Nee, Quatsch, da wird dieses Dörffutter da fertig gemacht. Hier, das haben wir doch hier, oder? Nee, das ist noch Insektenfleisch. Ey, wir haben hier drin nur minus 2 Grad. Was ist denn hier los? Hier drin müssten wir eigentlich die Temperatur ein bisschen auf 10 Grad runtersetzen oder sowas. Aber ich will erst das umbauen. Wir werden hier definitiv nochmal ein bisschen umbauen müssen. Und dann werden wir Folgendes machen, dann werden wir hier die Türen aufmachen. Dann wird es hier ein bisschen kühler. Aber das hilft ja nichts anders. Wir müssen hier ein bisschen eine Schleuse reinbekommen. Und vor allem die Temperatur darf nicht zu hoch sein, weil sonst kommt unsere Klima hier nicht nach. Alkohol ist keine Droge, sondern gesellschaftsfähiges Lebensmittel. Wie wäre es mit Medizinbetten? Wir müssen mal demnächst auch die Forschung ein bisschen weiter treiben. Aber meine vorwiegende Idee war jetzt erstmal eine Futterstelle für Tiere einzurichten und generell den Tierbereich neu zu definieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das bei Gelegenheit angehen. Weil, das kann man machen. Alpaka-Folien hat nichts an der Front verloren. Gut. Okay. Wo machen wir unseren Tierbereich hin? Hier unten hätten wir schön Platz dafür.
Da könnten wir halt echt easy unseren Tierbereich einbauen. So hier. Die hätten da auch schönen Zugang. Und die dürfen halt dann nicht in die Schlafräume rein. Hier oben dürfen sie nicht rein. Hier in die ganzen Arbeitsbereiche dürfen sie nicht mehr rein. Und ich habe mir dann auch schon überlegt, ob wir für die Tiere vielleicht einen eigenen Zugangsbereich nochmal machen. Oder wir machen hier unsere oder warte mal, wir können auch unsere Tierkoppel hier so hinmachen. Wäre auch eine Idee, dass wir hier so eine Art Tierkoppel hinmachen, wo dann die Tiere eigens beheizt werden. Eine Autotüre würde auch schon viel helfen. Haben wir die noch nicht drin? Ah nee, tatsächlich nicht. Ja, wir müssen den Bereich umbauen, aber da warte ich jetzt auf den Winter. Das kommt auf jeden Fall. Erinnert mich bitte dran, sobald der erste Schnee fällt. Also ich würde sagen, wir machen hier so einen Tierbereich, weil wir haben ja hier schon schön Zugänge. Dann können wir einfach hier noch ein bisschen weiter buddeln. Und dann machen wir das einfach quasi zum Tierbereich. Aber vorher mache ich noch Folgendes. Und zwar, wir werden jetzt hier den Bereich nochmal dicht abschließen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass das aufbricht. Machen wir das mal so. Dann kommt hier eine Türe rein aus Granit. Da haben wir, glaube ich, am meisten von. Naja. Dann machen wir die dann hier rein. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal, machen wir jetzt erstmal unsere Tierschleuse rein. Machen wir das mal so ein bisschen. So, machen wir das mal. Dann haben wir hier einen Platz für die Tiere, dann werden die draußen gehalten. Dann ist das, glaube ich, ganz gut. Wir haben eine Hitzewelle. Ah, okay. Das bedeutet, jetzt ist es die Frage der Kühlung wieder. Ja, wir hatten Nervenzusammenbruch. Was ist denn hier los? In Rimworld fällt Schnee. Ich glaube, das ist ein falsches Spiel. So, was ist hier? Gestresst? Warum? Rechte Lunge zerstört. Also dafür, wir haben kein Plastal, ne? Das ist das große, große Grundproblem. Wir haben keinen Plastal. Ich würde gerne Folgendes machen, weil es einfach auch jetzt tendenziell auch eine Idee wäre. Ich würde gerne hier oben, würde ich auch nochmal gerne aufgraben. Jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Wie groß ist der innere Bereich? 8x5. 8x5. Dann machen wir den hier anders. Hier einen Zugang, hier einen Zugang. Eins. Und dann machen wir hier auch 8x5. Das passt auch ganz gut. Und dann machen wir hier das auch nochmal. Dann kommen hier zwei Gefangenenzellen rein. Genau. Ja, Thomas, die Autotür, die machen wir dann noch. Aber da will ich erst dann die Belüftung hinbekommen, dass jetzt bei einer Hitzewelle mache ich den Kühlschrank nicht auf. Nein, ich bin nicht verplant. Top, sei! Grüß dich. So. Was mit den zugewiesenen Tieren? Die können dann auch nicht in die Schlafräume. Das ist allerdings ein Problem. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, wir verlegen diese Betten einfach dann mal rum. Weil ich will halt auch die hier mal. Was ist mit denen eigentlich? Blutverlust versteckt. Ganzer Körper. Hohe Nahrung, geteiltes Bett, leichte Schmerzen. Mein Rivale starb. Okay. Eindrucksvolle Gefängniszelle. Ja, das möchte ich aber auch meinen. Eindrucksvolles Esszimmer. Hohe Erwartungen. Sehr gemütlich. So, pass auf, acht. 53%. Anwerben oder sollen wir Dinge tun? Chat entscheidet. Anwerben für Plus. Also wenn ihr Plus in den Chat schreibt, wenn ihr sagt, ihr wollt, dass wir da Dinge tun, dass Elona vielleicht mal so eine Lunge oder sowas bekommt, dann Minus in den Chat. Ich bin gespannt. Oh, da sehe ich schon die ersten Minus fliegen. Ja, momentan ziemlich ausgeglichen. Schauen wir mal, was der Chat sagt. Anwerben oder Dinge tun. Momentan tatsächlich die meisten eher für Minus. Elona will natürlich, ganz klar. Ist mehr logisch. Einen anwerben, einen für Elona. Was ist denn bei dir los? Okay. Ja, Lungen für Elona. Können wir das eigentlich operieren? Können wir eine Lunge nehmen? Entnimm Lunge. Alter Schwede. Wir können eine Lunge entnehmen. Wir können auch eine Niere oder... Juli-Action, grüß dich, ei! Brauchst du nicht noch ein Hirn? Aber ich glaube, das hilft nichts. Ich glaube, das ist dann ein Problem.
Lunge, Lunge, Lunge! Ich will den Typen behandeln. Ilona! Kannst du auch das Herz entnehmen? Ja, wir können im Prinzip eigentlich so... Also mal kurz zur Info. Also wir können den Magen entnehmen, Herz entnehmen, Lungen entnehmen, Nieren entnehmen, Leber entnehmen. Eine Niere zum Beispiel könnten wir einlagern. Ja, wer weiß, wann man mal so eine Niere braucht. Ja? Die Leber wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Du kannst Organe entnehmen, nur die zu essen verarbeiten. Rosiel, das ist irgendwie schwierig. Ist das Folter? Das ist die Frage. Der Chat entscheidet jetzt die Moral dieser Aktion. Das ist schwierig. Wollen wir die jetzt komplett ausnehmen? Ja, keine Ahnung. Das müsst ihr mal sagen. Nee, alles raus. Sonderangebot, alles muss raus, sagt Markus. Arm, ein Bein, Auge, Ohren. Alter Schwede. Chat ist heute wieder... Heute ist der Chat echt böse unterwegs, ne? Wenn schon, denn schon. Okay. Okay. Meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wer ist denn jünger von denen? Man muss das wissen. 38? Ey, die sind beide in einem super Alter, ne? Die sind beide in einem super Alter. Wenn sie tot sind, sind die Organe unbrauchbar. Das stimmt, ne? Wir müssten die halt erst betäuben irgendwie. Wir müssten das umbauen in ein Krankenbett. Aber das ist ja kein Problem. Die haben uns angegriffen. Was haben die erwartet? Oh, Curry. Was, in der Reihenfolge kriegst du am meisten? Also erst betäuben und dann einen nach dem anderen raus entnehmen, oder was? Steigerung der Lebensqualität, Alter. Ja, also wir müssten... Ach, nee, Moment. Chat, wir müssen ja nochmal was klären. Betäuben ist ein Unterschied zu Einschläfern. Betäubt eine Kreatur durch Verabreichung eines Betäubungsmittels. Das ist nicht Einschläfern. Ne? Genau, nur betäuben. Wir reden hier nur von Betäuben. Die Frage ist, sollen wir das überhaupt machen? Ja? Sollen wir das überhaupt machen? Chat. Ihr seid dran. Wir machen jetzt mal kurz, wir lassen mal das Spiel ein bisschen laufen. Ist unsere Moral in dieser Kolonie so, dass wir sagen, wir tun das? Achso, es wird automatisch. Okay, dann macht Sinn. Das wäre nur zum Ruhigstellen, dass die Ruhe geben, ne? Moral? Fragezeichen? Ilona. Das Orakel kann sich nicht entscheiden, da wir never trust the Orakel. Wir brauchen das Zeug. Die Frage ist, für was brauchen wir das Zeug? Ne? Also jetzt mal ganz kurz nochmal einen kurzen Schnack über unsere... Also hier haben wir eine linke Lunge, die ist zerstört. Eine Arterienverstopfung bei Ilona. Das heißt, wir müssten eigentlich bei Ilona irgendwann, früher oder später, sowieso ein Herz organisieren. Ein künstliches oder ein echtes ist natürlich so eine Sache. Ne? Crash hat auch Schmerzen. Da arbeiten wir ja schon an Überarbeitungen. Was haben wir hier? Rechtes Bein, linkes Auge. Ein Leitrezeptor ist da drin. Hitzschlag, erste Anzeichen bei Wilder. Wilder ist auf dem Feld draußen. Tops, habe eine Beinprothese. Anachron hat einen Hitzschlag, auch erste Anzeichen. Wo bist du gerade? Hier draußen. Ich bin kaputt. Ja, nur ein bisschen. Zuerst die Extremitäten, Ohren, Augen. Warte mal. Ah, ich kann es nicht mehr lesen. Und dann kann man leben, dann kann die Organe erst, die es links und rechts gibt, einmal links und ein anderes Organ daneben stirbt er dann. Okay, alles klar. Mr. Zocker, Dankeschön auch dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Okay. Abstimmung läuft gerade. Ihr könnt quasi jetzt gerade, entscheiden gerade im Stream. Chat sozusagen, für alle, die am PC gerade gucken. Ich glaube, mobil geht das noch nicht. Na, aber jetzt war mal ganz kurz weitergeguckt. Ganzer Körperhitzschlag, versteckte Anzeichen, erste Beinprothese, Stichnarbe. Also wir bräuchten im Prinzip eigentlich nur ein Herz und eine Lunge. Das könnte man halt schon lösen. Chat, was sagt ihr? Sollen wir unsere... Was ist denn hier passiert? Oh.
Sollen wir da was tun? Zwei Patienten warten auf ihre Operation. Ich bin mir unsicher. 88%, wir haben eine Moral. Nimm aus. Geist ist verrottet. Ach so, der hier, ja. Das betreiben wir ja gerade im Moment nicht. Ist ja noch nicht mal richtig angeschlossen. Apropos richtig anschließen, das sollte man eigentlich schon mal tun. So, sollte man eigentlich schon mal tun, damit das hier mal ein bisschen angeschlossen ist. Gut. Aber jetzt im Sommer ist halt einfach das Wichtigste, was unsere Top-Priorität eigentlich ist, dass hier unser Kühlschrank voll wird. Deka haut sich erstmal. Oh, Deka, Alkoholexzess, was ist denn hier schon los? Raus damit! Bisschen Schwund ist immer! Rosie, das ist großartig. Ja, bisschen Schwund, ne? So, Deka ballert sich jetzt erstmal hier ein paar Biers rein. Oh nein, Reis! Rette den Reis! Na, also. Laufrausch bei Jarun. Ja, der schläft, ne? Also, es hilft schon. So, Deka. Wo ist Deka? Warte kurz, ich. Treffen gerade nicht. Hier oben besorgt sich erstmal ein kleines kühles Blondes, ne? Und das nächste gleich hinterher. Wie geht's, Deka? Alkohol warm. Angeheitert. So, meine Lieben. Nimm aus ist unsere Moral. Das ist unser Ding. Wir werden hier ein Krankenbett einrichten. Und werden hier bei beiden Operationen, beziehungsweise erstmal bei Revail, werden wir erstmal Operationen durchführen. Wir wollen auf jeden Fall haben eine... was brauchen wir denn? Nimm... Das müsste halt immer... Weißt du, das Problem an der Sache ist... Das Problem an der Sache ist, wir sollen ja eigentlich... Wir könnten jetzt die linke Lunge und zum Beispiel die rechte Niere entnehmen, ne? Aber ich hätte gern die linke Lunge und das Herz. Warum nicht einen behalten? Lunge links. Linke Lunge. Machen wir mal. Wir nehmen die Leute moralisch korrekt aus. Erst die Augen. Was? Augen? Wieso Augen? Das können wir gar nicht entnehmen. Das ist voll übel, was der Chat heute macht. So, pass auf, Obacht. So, dann Herz am Schluss, ja. Das Problem ist halt, wir haben jetzt eine Hitzeperiode. Das bedeutet, wir müssen das eigentlich kühlen und hier drin hat es 2 Grad. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Mal ganz kurz gucken, was ist der Bedarf? Linke Lunge braucht Holla. Kriegen wir hin. Herz braucht Ilona. Und Augen können wir nicht entnehmen, das geht nicht. Das ist der Tod. Das war richtig lang, geht auch. Hatte ich jemand? Ich glaube, Augen gehen nicht. Ich glaube, es geht nicht. Hitzschlag. Wilder kriegt es gerade voll ab. Nee. Die Augen gehen leider nicht, aber das kriegen wir schon. Nicht. Rechte Lunge auch noch. Ja, das geht halt nicht, ne? Wir können da nur eine Lunge entnehmen. Oder? Weil ich will das Herz eigentlich. Wegen dem Crouch da. Wir können nicht beide Lungen entnehmen, das geht da nicht. Aber ich hätte gern das Herz. Ciao, grüß dich, Hallöchen. DSDS, Deutschland sucht den grauen Star. Was ist das denn, eine DSG ist? Oh, Crash macht, Crash kümmert. Crash regelt. Jetzt schauen wir mal. Linkes Bein abgeschossen, der hat eh einen ganz, ganz blöden Start. Crash hat bei der Operation an dem einen kleinen Fehler gemacht. Aber die Frage ist jetzt, die sich mir umtreibt, haben wir jetzt... Was ist passiert? Haben wir das Ding jetzt? Wo ist die Lunge? Okay, also der macht es nicht mehr lange, Freunde. Linke Lunge Quetschung. Nö, die war doch nur gut! Stopp, abbrechen, abbrechen! Abbrechen! So,
Oh, erstmal hinkriegen. Ah, keine Gefahr mehr. Großhändler, jawoll! Warum operiert auch Crash? Ich weiß doch auch nicht. So, linke Lunge, neues Vergnügen. Nee, die ist kaputt jetzt. Oder die muss wahrscheinlich erstmal abheilen, ne? Vernäht, Qualität 87%. Ey, Crash ist super im Nähen, muss man sagen. Muss die Rechte nehmen. Piratenhändler auch noch. Piratenhändler. Lass mal Curry mal kurz ans Funkgerät gehen. Ja, wir könnten ja auch für wenig Geld verkaufen. Der ist ein bisschen kaputt. Was haben wir jetzt noch? Pass auf, acht. Wir könnten uns als erstmal Bauteile kaufen. Das geht immer, das nehme ich auch immer, wenn ich es kriege. So. Ah, jetzt können wir mal die ganzen hölzernen Dinger loswerden. Die sind ja auch was wert. So, verkaufen wir da mal ein bisschen was. Hydraulischer Kiefer, das lassen wir mal. Künstliche Nase. Kann der noch irgendwas verkaufen? Miet verkauft der. Ja, da kaufen wir mal so 50 ein, würde ich sagen. Schweineteuer, ey. Das verkaufen wir mal. Solange das Herz nicht abkriegt. So. Machen wir mal. Bauteile, Gold wert. Großartig für uns. Und das Miet natürlich, hey. Mal ein bisschen Honigwein, klar. Am besten gibt es den Auftrag, dieselben Organe mehrmals. Jetzt muss das Rechte sein, weil es beschädigt ist. Das ist kein Problem. Okay. Ja, aber wird das dann nicht jetzt besser? Das heißt, jetzt müsst ihr... Ja, linke Lunge. So, und jetzt schicke ich Ilona hin. Ilona, kümmere dich. Und Herz geht nur einmal. Ja, okay, macht Sinn. Erforsch Herstellung. Du meinst Thomas von bionischen Teilen, oder was? Wir haben's, oder? Holla, holla! So. Implantiere. Lunge. Linke Lunge. Richtig? Linke Lunge. Holla. Holla läuft. Holla geht. So, Ilona legt sich nochmal kurz hin. Kleines Ründchen schlafen. Da ist Holla. Holla. Wirst operiert jetzt. Crash hat gerade noch geschlafen. Die haben aus dem Bett gezogen. Die macht das. Ilona macht das jetzt. Ja, Ilona kümmert sich. Ilona klärt. Jetzt schauen wir mal schnell. Krankenbett for life. Winston, moin, grüß dich. Hi. Habe ich die Lunge jetzt in meiner Hosentasche? Die ist noch gut, ja. Wir haben kurz ein bisschen drüber geputzt mit dem alten Spüllappen. Die ist noch gut. Wow! Ilona! Ilona hat gerade, ohne Scheiß, Ilona hat gerade Holla umgebracht. Ich sag's nur nochmal. Nein! Das ist kurz was passiert. Wir mussten laden. Ja. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ja. Das war's gerade. Oh, warte mal. Jetzt gucken wir nochmal. Ist der Ausgang jetzt ein anderer? Holla ist aber auch schon ein ganz schönes Ersatzteillager, ne? Linker Arm, Kratznarbe, rechte Lunge wird jetzt gerade implantiert, Beinprothese ist noch dran. Also geht schon ordentlich was. Warum? Zerstört. Okay. Wir haben doch noch eine linke Lunge. Hier, bei Maura. So, entnimm linke Lunge. Go, go. Ilona, klär die ganze Geschichte. Wir kümmern uns jetzt. So. Wir müssen Holla wieder flott bekommen. Das hilft nichts. Die Lunge will einfach nicht. Die passt halt nicht rein.
Warum habe ich den Hype-Zwerg? Was? Oh, das habe ich nicht gesehen. Xarok, vielen Dank für den Hype-Zwerg. 10.000 Zwergtaler, Zwergpunkte mal eben rausgehauen. Ja, wenigstens nicht tot, das ist richtig. Zusammenbruch. Und hier haben wir ja ganz schön viel noch am Arbeiten. Bionisches Bein, bionischer Arm. Aber hier wird doch auch gerade irgendwas geschraubt, oder? Ach, hier drüben! Ja, okay, da brauchen wir halt auch extrem viele Bauteile für. Können wir das mal ganz kurz... Ich mach mal ganz kurz hier Pause. Die sollen das nicht weiterbauen. Nicht tot? Aber lange noch, Phil, ich weiß es doch auch nicht. So. Holla, holla, Moment, du kriegst es. Implantiere Lunge, linke Lunge. Go, go! Ist Ilona schon fertig? Wir sind schon. Wo ist die Lunge? Holy moly, wo ist die Lunge? Sehe ich die gerade nicht? Wo hast du denn die hingepackt? Sag bitte nicht, die liegt in irgendeinem Kühlschrank drin. Da ist ein Ei. Befruchtetes Ei. Kühlschrank, warte mal ganz kurz. Lager. Ist egal, warte mal kurz. Ich muss die Lunge jetzt finden. Nicht schon wieder ablenken lassen, Zwerg. Bleib stay tuned. Ja? Wo ist die Lunge hin? Ich hab die Lunge verloren! Hat die Hola? Hat die Ilona noch? Wo ist das Ding? Da ist was. Bionisches Ohr. Chat, habt ihr die gesehen? Raymond Beard! Grüß dich, Hallöchen! Na, ist gut bei dir? Moinsen! Was? Kann man auch Kolonisten mit Strom wiederbeleben? So Frankenstein? Nein, 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 so. Na, nope. Pass mal auf. Vegetables. Ich bin gerade ehrlicherweise völlig überfordert, wo die Lunge hingekommen ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass die irgendwo hingepackt haben und die jetzt irgendwo rumdümpelt. Weil die ist ja fort, ne? Also die Lunge ist ja raus. Linke Lunge entfernt. Wo ist ein Holler gerade? Aussicht noch mal einen Snack rein, bevor es losgeht. Wir lassen jetzt auch mal Ilona mal ein bisschen... wir gucken jetzt noch mal ganz kurz. Wer ist unser bester Arzt? Noch mal ganz kurzer Check. Ilona ist der beste Arzt mit 14 von 20 und Crash hat 12. Okay. Kein Material. Die Lunge ist bestimmt kaputt gegangen, oder? Und zwar ein Zwerg, wie kann man eine Lunge verlieren? Ich weiß doch auch nicht, das ist so passiert. Das sind okay. Wir müssen Ilona eigentlich auch mal retten. Ja, okay, also mit dem abgeschossenen Bein, das ist natürlich echt blöd, ne? Aber da. Ja, so viel Baustellen gerade. Jetzt haben wir, eine Lunge ist kaputt gegangen und eine Lunge ist verloren gegangen. Ich vermute mal, das ist nicht richtig in die Kühlung gekommen. Ich mache jetzt Folgendes hier oben. Hier oben kommt jetzt noch ein Organlager rein für frische Organe. Hier kommen so ein paar frische Organe rein, so Sachen wie Lungen, Herzen und so weiter. Was mit Mod kann man Leute wiederbeleben? Okay. Das ist mit Sicherheit auch saucool, aber das muss dann schnell gehen, oder? Ich vermute mal hier in unserer Lagerstätte, ist das ein bisschen schwierig, was hier das angeht. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Was muss denn hier nicht rein? Neutramin muss hier nicht rein. Lass mal Neutramin raus. Das verdirbt ja eh nicht. Medizin braucht hier auch nicht sein. Oder? Haben wir da irgendwie groß Medizin drin? Wenn dann eh nur wenig. Muss nicht rein. Bierwürze ist eigentlich egal, oder? Das verdirbt doch tatsächlich, okay. Größere Kühlung, ja, ich weiß. Wäre wichtig. Hi, ich bin wieder David. Grüß dich. Mir geht's gut und selber? Gerade nach Hause kommen. Jetzt erstmal schöner Stream. Jawohl, so muss das. Und nicht anders. Heilern anbieten.
Nein. Neurotrainer brauchen die auch nicht rein. Ich glaube, das muss alles nicht rein, was hier drin ist. Leichen, Tierleichen können hier rein, klar. Rohstoffe, Pflanzenmasse. Ja, lass mal drin. Hergestellt. Drogen. Da ist es, glaube ich, dabei bei den Drogen. Dann lassen wir die Drogen mal nicht zu. Ich glaube, es ist kein Problem, wenn die woanders gelagert werden. Okay. Ich glaube, das können wir jetzt mal so lassen. Green Tea. Green Tea braucht man eigentlich doch... Also da braucht man den Saft doch. Das ist tiefgekühlt. Der Green Tea muss da nicht rein. Okay, das ist sau wichtige Info.